Und damit wollen Sie, meine Damen und Herren, willkommen zu den LOL-Trends, dem wohl weihnachtlichsten Format ever made. Das Ganze können auch schon die letzten LOL-Trends dieses Jahres sein. Deswegen schauen wir natürlich nochmal, was der Patch so mit sich bringt und dass wir natürlich die Tage sehr schön weihnachtlich in der Kluft wohlgemerkt verbringen können. Das bedeutet, der 10.25er Patch ist ja da und es ist der letzte Patch dieses Jahres, zumindest meines Wissens nach. Danach geht es mit 11.1 los. Riot hat nochmal sehr viel geändert. Das war ein Mega-Patch, nach 30 Minuten lang ging der Rundown. Das bedeutet, es waren noch entsprechend viele Änderungen dabei, wo man allerdings auch sagen muss, das war ein Pflichtprogramm. Beginnen werden wir also mit dem Champion des Patches, der nach wie vor funktioniert, und das ist Jhin. Wenn ihr ein ADC seid, dann spielt ihr Jhin, Ezreal und ich finde, dass sogar Samira auch noch funktioniert. Es sind natürlich Champions, die in den Nodes, einer der wenigen ADCs, die in den Nodes gelitten haben. Natürlich wurden ein paar Items auch noch gebufft, aber grundsätzlich ist Jhin ein Champion, der einfach stark ist, okay? Er funktioniert mega gut, hat sehr starken Wave Clear zu Beginn des Spiels und seine Stats sind zwar etwas runtergegangen, trotzdem insgesamt sehr consistent. Bezogen auf das Item-Build kann man natürlich sehen, dass er ordentlich AD mitnimmt. Das Ganze wird natürlich dann auch später auch durch den Collector verbessert. Der Collector selber ist ein übelst starkes Item auf Jhin. Also wahrscheinlich ist es einer der besten Nutzer dafür. Ich wurde schon 1 Million Mark collected. Der vierte Schuss passt zu diesem Gegenstand sehr gut. Es ist wie so ein doppelter Execute und damit kann man wirklich gut arbeiten. Wenn ihr ADC spielen wollt, zockt Jhin. Ihr seid mit dem 2-Item-Power-Spike wirklich sehr gut dabei und könnt da bereits schon League of Legends mitspielen. Wahnsinn. Ihr seid natürlich immer noch ein Opfer so. Nein, ihr werdet immer noch sehr hart bedroht, aber die Movement Speed hilft in den meisten Fällen sehr gut. Schön, kommen wir nun zum Gegenteil und zwar zum Abstieg der Woche. Was sind denn die Loser? Denn es wurden ja offensichtlich viele genervt und hierbei müssen wir Kayle als auch Kayn hervorheben. Beide haben sehr viel Winrate verloren. Speziell bei Kayn ist das Ganze extrem. Ich persönlich habe ihn noch das ein oder andere Mal gesehen mit den Nerfs. Er funktioniert immer noch. Er ist jetzt nicht komplett tot, nur einige kehren ihm nun den Rücken und dadurch geht natürlich eine gewisse kompetente Playerbase verloren und die Winrate geht absolut in den Keller. Das heißt, er ist noch spielbar, er ist auch noch sehr stark insgesamt, aber so einen allergischen Anfall auf einen Nerf habe ich lange nicht mehr gesehen. Also von einer massiven, positiven Winrate in eine negative zu gehen, das ist schon ein ordentlicher Sprung gewesen und bei Kayle ist das Ganze sehr ähnlich. Man merkt natürlich, dass auch die Änderungen vorher bei ihr einen großen Beitrag leisten. Na, das bedeutet, man hat Nashors Zahn genervt, beziehungsweise erstmal ihre Gegenstände, das war so der erste Abfall und dann kam der nächste prompt hinterher durch den persönlichen Nerf, den sie kassiert hat und ja, dann ist man nun mal am Abstieg und das ist auch vollkommen fein. Kayle ist brutal. Sie ist immer noch wirklich tödlich. Schön, kommen wir nun zum Bann der Woche und da wird sich Johnny einerseits freuen und einerseits traurig sein, denn nach 5 Jahren wurde Anivia mal wieder so richtig ordentlich gebufft. Ihre Änderung definitiv sehr ordentlich. Riot hat auch gesagt, dass es noch sehr experimentell ist. Man bleibt vorsichtig und kaboom, man sieht es schon, man ist Winrate-mäßig sehr weit oben. Alle Zahlen schießen so massiv in die Höhe und das gleiche gilt aber auch für die Bunray. Das heißt, Johnny kann sich freuen, dass sein Lieblingschampion wieder da ist. Na, Anivia, the Queen is back. Das Problem ist, die Bunrate schießt so krass nach oben. Also es kann sein, dass man sie lange nicht mehr sehen wird. Die ersten Pros testen sie natürlich. Damit wird das Ganze noch attraktiver gemacht. Und dieser Eisvogel hat jetzt ordentlich Power unter den Flügeln. Wie oft werden wir ihn noch sehen? Das ist eher das Problem. Schön, und nun kommen wir zum Increase der Woche. Hier hätte natürlich Anivia ebenfalls sein können. Ich habe mich allerdings für Talia und Ivern entschieden. Beide sehr nischenlastige Champions. Eine ganz kleine Community spielt diese beiden Jungler, muss man schon sagen. Und sie kämpfen sich zurück. Das bedeutet, die Stats schießen wieder so ein kleines bisschen nach oben. Auch die Bunrate steigt ebenfalls, aber nur ganz seicht. Na, es sind ja sehr geringe Werte insgesamt, weil man sie vorher quasi nicht auf den Radar haben musste. Nun gehen einige deutlich vorsichtiger vor und beide Champions haben, denke ich mal, wieder frische Luft in einer positiven Winrate zu genießen. Und das ist, denke ich, etwas Positives. Schön, kommen wir nur zu der Mechanik der Woche. Das ist mal etwas komplett Gestörtes, denn in Korea wurde Folgendes getestet. Man hat Soraka und Yuumi zusammen gezockt und einfach gesagt, dass Yuumi am Anfang ein paar Turret-Shots frisst, dann sich mit Soraka connected, was dazu führt, dass Soraka permanent ihren Movement-Speed hat.
Das heißt, sie ist ja die Ambulance der Kluft und kann natürlich zu verletzten Teammates deutlich schneller hinlaufen. Und anscheinend ist es so, dass es permanent geprockt wird, was dazu führt, dass man sehr, 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 sehr schnell in der Lane selbst ist, dadurch Skillshots ohne Ende Dodge, sehr gute Auto-Tags herausbringen kann. Also man kann wunderbar kurz hinrennen, Auto-Tagen und wieder zurück. Und Yumi und Soraka neigen jetzt dazu, ja nicht wirklich von der Lane zu gehen. Na, sie haben natürlich epischen Sustain und es ist Troll. Es ist einfach Troll, aber es funktioniert und bitte macht's nicht nach. Schön, kommen wir nur zum Outplay der Woche. Das Ganze wurde mir via Discord-Channel geschickt, da bin ich auch wieder sehr, sehr dankbar. Und zwar können wir hier einen Jin sehen, der quasi mehrere Teammates hat. Na, nicht nur die auf der Lane, sondern auch die Gegner spielen ja so ein kleines bisschen mit rein. Das bedeutet, er wird hier ordentlich gegankt, verliert sehr, sehr viel HP. Die Ezreal Ult soll der Finisher sein. Allerdings dachte Bart, hey, ich disable den Turret, damit wir leichter diven können. Und ja, der Turm ist aus, aber Jin ist vergoldet. Damit dodgt er hier sehr, sehr knackig die Ezreal Ult. Wunderbar, allerdings auch unfassbar knapp. Nachdem er aus der Betäubung allerdings rausgekommen ist, beziehungsweise aus der Stasis, kam sofort das Bard-Q geflogen. Auch Ezreal war hier nicht faul. Er machte die nötigen Auto-Attacks, aber Shen rettet den Tag. Brutal. Na, das heißt, die Gia kommt Jin einfach mit 5 HP und er wurde wirklich von allen Seiten unterstützt. Na, die Teammates vor Ort waren da, Shen da von da oben, Bard hat auch sogar noch ein kleines bisschen geholfen und Ezreal hat ihn auf eine grausame Art und Weise verschont. Also das ist halt wirklich, das ist halt einfach nur grausam. Und insgesamt muss man natürlich dazu sagen, dass das Ganze aber gut gespielt worden ist vom Team. Na, sich auch mit Absicht in die Bard-Ult zu stellen, war hier definitiv ein Vorteil, auch wenn der Stun danach hätte tödlich sein können. Was allerdings nicht war. Schön, kommen wir nun zum Win der Woche. Der Win der Woche ist ja immer so ein kleines bisschen knifflig. Hierbei können wir Jankos beobachten, wie er genau weiß, wann er den Baron zu smiten hat. Das bedeutet, auch dieser wurde wieder von Bart in eine Stasisform begeben. Man sieht hier, dass er theoretisch genug Damage zur Verfügung hat, um den Baron zu smiten. Und was passiert nach der Stasis? Er heilt sich. Der Baron heilt sich, was dazu führt, dass er sein Smite verkackt und der Gegner das Ding noch stealt. Er natürlich entsprechend ausrastet, das kann man auch so ein Stück weit nachvollziehen. Was ärgerlich für sein Play war, auf jeden Fall, aber für uns natürlich unfassbar unterhaltsam. Denn ja, nach der Stasis neigt der Baron dazu, sich ganz kurz zu regenerieren. Sich nochmal kurz zu sammeln, was dein Smite-Timing und deine Smite-Zahlen komplett durcheinander bringt. Das ist einfach nur unfassbar ärgerlich, aber für uns natürlich unterhaltsam und damit der Win der Woche. Schön, kommen wir nun zum, vom Win der Woche zum absoluten Fail der Woche, und zwar das Item-Bild. Katharina ist ja aktuell absolut gestört, okay? Wir haben sie mit sehr, sehr guten Items gesehen, mit Lich Bane und Dark Harvest. Das heißt, die AP-Version war schon super toxic. Nun gibt es immer mehr Spieler, die eher auf die AD-Variante setzen. Wir haben sie mit Blade of the Ruined King und was weiß ich was noch gesehen. Auch die Hydra wurde zum Beispiel häufig geholt. Und nun ist es soweit, Leute. Es ist die Kraken Katharina. Das Kraken-Katharina-Bild, man kann es hier nochmal sehen, ist bezogen auf die Winrate immer, immer stärker, auch immer, immer beliebter. Die Leute bauen das Item, damit sie während der Ult und natürlich auch während der Dagger-Phasen ordentlich True Damage anrichtet. Also die Damage-Graphen, die ich dabei sehen konnte, waren absolut toxic, sehr, sehr True Damage-lastig. Und durch die Ultimate wirft sie eine ganze Menge Dagger durch die Gegend. Das bedeutet, jeder einzelne Proc ist dann entsprechend auch erfolgreich. Ekelhaftes Itembild kann ich überhaupt nicht leiden. Also das ist, also ich finde sie an sich schon überhaupt nicht balanced und mit On-Hit ist es noch schlimmer. Schön, kommen wir noch kurz zu dem PBE-Stuff. Da können wir nicht viele Änderungen beobachten, die jetzt irgendwie kernlastige Natur sind, sondern Items sind erneut im Fokus. Die Preseason ist natürlich immer noch sehr, sehr Item-heavy oder sehr Item-focused. Das Ganze wird man jetzt hier so ein kleines bisschen noch anpassen. Das bedeutet Trinity Force und auch viele andere Gegenstände erleiden nochmal eine Stat-Änderung. Right? Muss jetzt natürlich erstmal schauen, was dieser Patch bringt. Das heißt, die Änderungen, die ich jetzt hier im PBE-Stuff nenne, sind eher rudimentärer Natur. Das bedeutet, es geht um die Items. Das ist das nächste Projekt von Riot, weil es ist immer wieder so ein Zwischenspiel zwischen Champions und Gegenständen. Und jetzt sind wieder die Gegenstände an der Reihe, wenn wir uns wirklich der 11. Season nähern. Und ich finde das Ganze total in Ordnung. Ich bleibe hier allerdings noch vorsichtig. Wahrscheinlich schauen wir da im nächsten Jahr noch genauer drauf. Schön, und abschließend kommen wir nun zum Why der Woche. Hierbei können wir so ein kleines bisschen über Rell reden. Das heißt, ich habe sie jetzt hier so ein Stück weit ignoriert. Die Zahlen sind auch okayisch. Das bedeutet, die Bunrate, ja, ist mittlerer Natur. Die Leute lernen diesen Champion kennen. Ich habe sie sehr viel gespielt und eine übelste Liste gemacht, was man ändern sollte. Und das Ganze werdet ihr auch nochmal in dem Gameplay sehen. Und ja, sie ist ein bisschen unterm Radar.
Das ist so das Problem. Riot hat sie zwar mit einem schönen kleinen Trailer angeteased, allerdings ist sie wirklich untergegangen. Also ich hatte teilweise erfolgreiche Spiele mit ihr, weil die Gegner nicht wussten, was zur Hölle das ist. Na, das ist auf jeden Fall definitiv ein Marketing-Why. Ein anderes Why der Woche ist allerdings die Tatsache, dass man hier so ein bisschen in League of Legends getestet hat, wie denn so diese Türmechanik funktioniert. Du kannst ja als Teammate durch deine eigenen Türen laufen in deiner Base, durch Gegner allerdings nicht, und Kalista scheint da unterschiedliche Hitboxen zu haben. Das heißt, über die nördliche Tür kann Kalista drüber springen, über die südliche, also von links nach rechts oder von rechts nach links, geht das nur in specific Spots beziehungsweise teilweise gar nicht. Das heißt, hier zeigt auch wieder Riot, dass die Map nicht symmetrisch aufgebaut ist. Das heißt, hier kannst du gut von oben nach unten springen, aber nicht von links nach rechts. Ne, absolute Katastrophe. Es ist hier nur ein von fünf Whys, muss man dazu sagen, weil es so selten passiert. Kalista-Spieler fühlen sich aber hier natürlich in dem Moment komplett getrollt. Also warum darf ich bei dem einen Tor, bei der einen Mauer drüber springen und bei der anderen, die ja theoretisch genau das Gleiche sein sollte, nicht? Ne, es ist einfach nur ein kleines bisschen stupid. Gut, im Prinzip soll es aber schon gewesen sein. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich wünsche euch absolut bezaubernde Weihnachten und natürlich auch die Tage bis dahin noch schön gemütlich, schön zu Hause vor allen Dingen. Na, bleibt gesund, haut rein und viel Spaß beim Ranked.